Freunde der Nacht, herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr mal wieder mit dabei seid. Und ja, ich bin mal wieder mit den üblichen Verdächtigen unterwegs, nehme mal so das schöne Wetter mit und cruisen hier durch Mülheim an der Ruhr. Heute bin ich mal nicht der Road Captain. Heute darf ich einfach mal mittendrin sein. Und das ist auch mal was Schönes. Er ist auch schon unser neuer Anwärter. Aktuell noch mit einer Yamaha unterwegs, aber der ist heiß drauf, Harley zu fahren. Ist aber natürlich gerade noch auf der Suche nach der passenden Sporty. Ich glaube, er will sich eine Sporty holen, ich bin mir gar nicht so sicher. Habe ich, glaube ich, gerade so rausgehört, als wir gerade noch so ein bisschen Benzingespräche hatten. Ja, mal schauen. Würde mich natürlich freuen, wenn er das Passende findet. Heute sind wir zu fünft unterwegs und müssen eine gute Gruppengröße, würde ich jetzt mal sagen. Es bleibt überschaulich. Und man verliert sich auf jeden Fall nicht. Hier die Strecke bin ich auf jeden Fall bis jetzt noch nicht gefahren. Ein Kollege von mir hat sich hier wohl die Route heute noch ausgeguckt oder ist sie auch schon mal gefahren. Ich weiß es gar nicht so genau. Ist natürlich ein bisschen heimtückisch, wenn man eine Strecke noch nicht kennt. Aber gut, ich habe ja zwei Leute jetzt gerade vor mir und man sieht ja, wann man bremsen muss, wann nicht. Dann natürlich auch noch, ja, hier wohnen ganz arme Schweine. Ich glaube, hier vorne wohnt, ich bin mir nicht ganz sicher, bei uns gibt es ein ganz großes Fitnessstudio in Duisburg. Und ich glaube, das ist der Besitzer, der hat hier mal damals seine Villa hingesetzt. Als ich noch auf Montage unterwegs war, durfte ich sogar bei dem die Kühlhäuser mal reparieren. Und ich sage euch, Leute, es ist unnormal, wie manche Menschen leben. Der Typ hatte ein Kühlhaus nur für seine Getränke und ein Kühlhaus nur für sein Fleisch. So viel dazu. Ja, meine Armut kotzt mich an. Ja, so schönes Wetter lockt natürlich jeden auf die Straße. Man sieht es gefährlich, gefährlich hier. Die Leute, die laufen über die Straße, die Frau, warum auch immer. Risiko für sich selbst, ne, und für den Straßenverkehr. Die Vorfahrt wurde mir heute auch schon, glaube ich, 3 oder 4 Mal genommen. Keine Ahnung warum. Die Autofahrer sind einfach, ja, crazy unterwegs. Ja, wir pimmeln jetzt hier so ein bisschen durch Mülheim, fahren hier quasi parallel zur Ruhr. Links von mir sitzt die Ruhr, beziehungsweise die läuft da entlang. Ja, vom Feeling her ist es auf jeden Fall richtig geil, mit den Jungs zu fahren. Nur hier entstehen die ganze Zeit Situationen, also die Autofahrer sind so rücksichtslos, es ist echt asozial. Aber das gehört zum Motorradfahren anscheinend dazu. Ne? Ihr kennt es ja alle selber. Ihr wisst doch, wie das ist. Viele Motorräder unterwegs. Wir meiden auf jeden Fall so Motorradtreffs, weil ich habe das jetzt die Tage schon erlebt vom Kollegen aus einer WhatsApp-Gruppe. Die waren am Motorradtreff und ja, die standen da, glaube ich, keine 10 Minuten. Kamen 3 Einsatzwagen von der Polizei. Mit dem Vorwand natürlich Massenkontrolle. Letztendlich haben die da, glaube ich, jedes zweite Bike auseinandergenommen. Und deshalb versuche ich eigentlich, oder wir generell, das Ganze so zu vermeiden. Weil generell die Treffs auch zu haben. Was soll's, ne? Ja, wenn ich auf jeden Fall auf dieser Stelle mal grüßen will, ist der Alex, der Nico und der Kerim. Die Jungs waren damals auch auf meinem Abo-Treff.
Die werde ich auf jeden Fall dieses Jahr mal besuchen, in deren Richtung fahren und ja, mit denen mal eine Tour fahren, deren Strecke fahren. Ich hoffe, die haben Bock drauf, aber ich denke mal schon, dass sie mich dabei haben wollen, wenn die mal eine Runde drehen. Fühlt euch auf jeden Fall gegrüßt von mir. Ihr habt ja jetzt auch die Tage, beziehungsweise heute, ich weiß ja nicht, wann ich das Video hochlade, ich denke mal am Osterwochenende. Ihr habt ja jetzt heute auch eine schöne Tour gemacht, habe ich schon gesehen auf Instagram. Ja, ich hoffe, dass man dieses Jahr noch ein bisschen was reißen kann mit der Maschine. Auch wenn ich so ein bisschen die Befürchtung habe, was ich aber auch schon in meinem Video letztens erwähnt habe, dass die ja, großen Treffen wahrscheinlich Corona-bedingt nicht so möglich sind. Ne? Aber was soll's, dann halt kleinere Treffen, ne? Mit so 5 Leuten, das passt allemal. Ja, das ist hier auf jeden Fall so eine beliebte Ecke für Motorradfahrer, auch für Schönwetterfahrer, die, sag ich mal, ihren Oldtimer mal bewegen wollen. Die fahren ja auch viel rum. Essen-Kettwig ist das hier, glaube ich. Haus Scheppen ist auch, glaube ich, ein Steinwurf von hier. Ah, hier wieder die Kiro Bikes Iron 883. Das ist Musik in meinen Ohren. Aber ich denke mal, der Sound, die Soundkulisse, die kommt in den Videos gar nicht so rüber wie in Natura. Aber das ist halt das, ja, Mikrofon, Kamera bedingt. Das kann ich leider nicht ändern. Nacht. Ich habe jetzt auch nicht wirklich viel zu erzählen gehabt. Ich hatte auch nicht wirklich ein Thema. Ich bin jetzt einfach mit den Jungs anderthalb Stunden eine Runde gefahren, habe einfach mal die Kamera mitlaufen lassen. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotz alledem gefallen. Wenn ja, dann gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wenn nein, könnt ihr mir auch einen Daumen nach unten geben. Wollte auf jeden Fall nochmal euch allen ein schönes Osterwochenende wünschen. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit mit eurer Familie, auch wenn ja unsere Regierung und die ganzen Corona-Regeln uns allen so ein bisschen Strich durch die Rechnung machen mit Großversammlungen und großen Familientreffen. Hoffe ich trotz alledem, dass ihr eine schöne Zeit habt, also ist ja ein schönes langes Wochenende und ihr das genießt. Bleibt auf jeden Fall gesund, haltet euch fern von Corona. Ja, und ich würde sagen, haut rein, meine Freunde. Und bis zum nächsten Video.